Die Hauptstraße in Landau an der Isar soll nicht wie ursprünglich geplant nur halbseitig, sondern mindestens bis Ende August komplett gesperrt werden. Das hat Stadtbaumeister Markus Schobner auf einer Infoveranstaltung des Gewerbevereins bekannt gegeben. Die Anlieger sind empört. Die Deggendorfer Hochschule soll technische Hochschule werden. Das geht aus einem Schreiben hervor, das der dritte Bürgermeister Dr. Christian Moser an den bayerischen Kultusstaatssekretär Bernd Siebler geschickt hat. Nach dem vorläufigen Stand kämen dafür etwa 2 bis 3 Hochschulen in Bayern in Frage. Für den Standort Deggendorf spräche die Vielzahl an technischen Studiengängen von Elektro bis Umwelttechnik. Im Landkreis Straubing-Bogen praktizieren 23 Gemeinden in der Ile Nord 23 bereits seit gut 3 Jahren sehr erfolgreich ihre Zusammenarbeit. Auch 7 Gemeinden im südöstlichen Landkreis haben sich nun vorgenommen, unter dem Namen Ile Gäuboden nicht nur ihre Verwaltungen künftig zu optimieren. 2 Siege und 1 Remis. Das Wochenende war sehr erfolgreich für die 3 Teams aus unserer Region in der Fußball-Landesliga Mitte. Vor allem gelangen diese Erfolge gegen absolute Hochkaräter. Die Spielvereinigung Grün-Weiß-Deggendorf baute mit einem 2:0 beim Tabellensechsten Ammertal ihre Erfolgsserie auf 5 Siege en suite aus. Der erste FC Bad Kötzting siegte überraschend mit 3:1 gegen Meisterschaftsmitfavorit Landshut und die Spielvereinigung Hankofen ertrotzte ein 1:1 bei einem weiteren Meisterschaftsmitfavoriten, der Reserve des SSV Jahn Regensburg.